Du solltest mal deine Klimaanlage reparieren, Stark. Was ist hier los? Keine Ahnung. Jarvis, bist du bereit? Gib mir den Statusbericht. Die Sicherheitsüberbrückungen kommen online an. Ich habe in 40 Sekunden ein Update für Sie. Perfekt. Wenn er zu sich kommt, sag ihm, er hätte nochmal 80 Jahre verschlafen. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Butler 5000 wird sich lassen. Halb Gold! Anscheinend. Siehst du? Deshalb darfst du nie mit in den Porzellanladen. Warte, Jarvis, ich lenke die Stimmmodulation um. Langsam, Großer. Wir arbeiten dran. Loki! Nein, ich bin's, Tony. Weißt du noch? Wir sind beide Avengers. Geheimer Handschlag und so. Wie gesagt, Sir, anscheinend haben Loki und die Eisriesen Manhattan erfolgreich eingenommen. Momentan konzentriert sich der Angriff auf Avengers Tower. Diesen hier. Die Sensoren registrieren Eisriesenaktivität im ganzen Gebäude, aber hauptsächlich um das Labor herum. Das Labor, hm? Was will Loki mit Stark-Technologie? Bestimmt nichts Gutes, das versichere ich dir. Vielleicht sollten wir bei S.H.I.E.L.D. nachhaken, ob sie was wissen. Ich fürchte, das ist unmöglich, Sir. Avengers Tower läuft nur mit Notstrom. Unsere Kommunikation nach draußen wurde unterbrochen. Ich schlage vor, wir gehen da handmäßig rein und schauen nach, was die Schelme so treiben. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Willkommen in deinem persönlichen Innenbereich. Noch gibt's da nicht viel zu sehen, aber jetzt kommst du ins Spiel. Du kannst Grundrisse ändern, Zimmer und Flure hinzufügen und sie mit Möbeln, Postern und Preisen dekorieren. Es gibt endlos viele Möglichkeiten. Der Butler erzählt dir alles, was du über deinen Innenbereich wissen musst. Benutze den Zauberstab, um das Aussehen der Wände, der Deko oder der Böden zu ändern, damit sich dein Innenbereich wie zu Hause anfühlt. Öffne das Ausrüstungsmenü, um den Zauberstab auszuwählen. Richte den Zauberstab auf die Wände, um sie für die Anpassung auszuwählen. Dann wähle die Anpassung, die du anwenden möchtest. Das sieht viel besser aus. Dekoriere und passe deinen Innenbereich fantasievoll mit eigenen Inspirationen an. Erstelle themenbasierte Zimmer oder eine Mischung aus allem, ganz wie du willst. Danke, mein Freund. Ich fühle mich wie der stärkste Pirat in der gesamten Karibik.
Wenn du mehr über deinen Innenbereich erfahren willst, sprich mit dem Butler. Das hier ist der Fähigkeitenbaum. Mit fortschreitendem Level deiner Figuren erhältst du Upgrade-Punkte, die du hier ausgeben kannst, um deine Figuren zu stärken und zu verbessern. Nachdem du ein Upgrade erworben hast, werden die angrenzenden Upgrades verfügbar. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Stelle ein paar Möbel in deinen Innenbereich, damit es sich heimeliger anfühlt. Du bist dran. Füge ein paar Möbelstücke hinzu. Verwende den Toybox-Editor, um Möbel hinzuzufügen. Verlasse den Toybox-Editor, wenn du fertig bist. Es gibt hunderte von Möbelstücken, die du in deinem Innenbereich aufstellen kannst, um ihn individuell zu gestalten, damit du dich wie zu Hause fühlst. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Du kannst auch neue Zimmer zu deinem Innenbereich hinzufügen. Wenn du ein Zimmer hinzufügst, achte darauf, dass es eine Tür hat, damit du es betreten und auch wieder verlassen kannst. Füge ein neues Zimmer zu deinem Interieur hinzu, indem du es an dieser Tür anbringst. Du hast eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten für Zimmer und Flure. Die Grundrisskombinationen deines Innenbereichs sind also grenzenlos. Platziere ein Zimmer im markierten Bereich.
Um ein Zimmer hinzuzufügen, öffne den Toybox-Editor. Zimmer und Flure müssen mit Türen verbunden sein, bevor du die Türen öffnen kannst. Jedes Zimmer, das du zu deinem Innenbereich hinzufügst, kann angepasst und nach eigenen Wünschen dekoriert werden. Habt ihr doch gesagt, das wird ein Volltreffer! Um deinen Innenbereich lebendiger zu machen, lade Gäste ein. Wähl den Gästesammler aus dem Toybox-Editor aus. Verlasse den Toybox-Editor. Wenn du dieses Spielzeug in deinen Innenbereich legst, lockt das Gäste an. Hier kommen auch schon die ersten. Indem du deinen Innenbereich baust und erweiterst, bekommst du Platz für noch mehr Gäste. Nur Gäste, die du freigeschaltet hast, können deinen Innenbereich besuchen. Also schalte sie alle frei. Dein Innenbereich wird immer ausgefeilter. Baue und dekoriere weiter und vergiss nicht, deinen Gästen zu helfen. Kehre regelmäßig zu deinem Innenbereich zurück, um zu sehen, was du seit deinem letzten Besuch freigeschaltet hast. Manche Gäste benötigen deine Hilfe und geben dir vielleicht sogar eine Belohnung, wenn du ihnen hilfst. Um herauszufinden, was du wie in deinem Innenbereich tun kannst, sprich einfach mit deinem Butler. Dafür ist er ja schließlich da. My
Du hast die Tür zur Heldengalerie freigeschaltet. Diese Tür bleibt in deinem Innenbereich, damit du die Heldengalerie jederzeit besuchen kannst, um dir deinen Spielfortschritt anzusehen. Willkommen im Spielzeugladen. Hier kannst du Spielzeuge, Gebäude, Waffen, Anpassungen und andere Dinge aus Disney Infinity kaufen. Jeder Gegenstand, den du kaufst, ist sofort in deiner Toybox verfügbar.
Bist du bereit, die Flagge zu hissen und in ein neues Abenteuer zu starten? Der Schuss war für dich gedacht. Entschuldigung, mein Guter!
Geübt, weißt du? Ich hab dich gar nicht bemerkt. Ooh.
dich in meinem Team zu haben. Oh, ho. Aber mutig. Jetzt wird's knapp. Diesmal bin ich bereit. Wo kam das denn her? Oh ja, und Action! Ein Vergnügen, mit dir gesehen zu werden. Nicht nochmal, ich warne dich. Hey, pass auf!
wie ein Traum. Nur stinkt es weniger. Thank you.
aber mutig. Ich lege meine Verschnaufpause ein. Ich habe Zeit. Thank you.
Dir mangelt es an guten Umgangsformen. Wie gut, dass ich sie in höchstem Maße besitze. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Ronan ist also hier, um uns zu Thanos zu bringen? Nun, Pech für ihn, dass ich einen Fluchtplan habe. Ich werde das Sicherheitssystem überbrücken, was unsere Zellentüren öffnen müsste. Dann düsen wir zum Schiff und sprengen uns den Weg hier raus. Bist du dabei? Die wären vermutlich eh bald auf Bewährung freigekommen. Wir treffen uns beim Schiff! Los, los! Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden.
Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Neuer Freund freigeschaltet. Sieht wunderschön aus. Das muss man einfach genießen. War ein Eintrag in die Erfolgsliste wert. Vorausgesetzt, solche Dinge werden registriert. Um deine Freunde stärker und wertvoller zu machen, statte sie mit zusätzlicher Ausrüstung aus. Thank you.
Zu lernen. Thank you.
schlechten Entscheidungen griffbereit. Denn es kommt noch eine dazu. Das schreibe ich in mein Spidey-Tagebuch. Eigenen Interesse.
Manchmal haben kleine Dinge eine große Wirkung. Geschenk zur Erinnerung an mich. Woo!
nicht so winzig, was? Sensationell! Die Erfolgsspalte von Spider-Man.
Geduld, meine Freunde. Ich werde die Tore öffnen, sobald ich mir sicher bin, dass der Odin-Schlaf begonnen hat. Ich bin zu Hause. Der Thron gehört bald mir. Jetzt wird es niemand mehr wagen, mich aufzuhalten. Willkommen im Trainingsraum. Wenn der Gegenstand, den du beschützt, zu viel Schaden nimmt, verlierst du. Verdiene dir Belohnungen, indem du Hilfesuchende in die sicheren Zonen bringst. Bring diejenigen, die deine Hilfe brauchen, in dieses Gebiet. Ein Richtungsanzeiger sagt dir den Weg der einrückenden Feinde vorher. Hier wählst du die Fallen aus, die du im nächsten Level verwenden wirst. Die Anzahl der auszuwählenden Fallen ist begrenzt, also gehe besonnen vor. Wähle den Gegenstand. Deine Ressourcen sind begrenzt. Denk daran, während du deine Verteidigung vorbereitest. Lege Fallen dort aus, wo sie den größten Schaden anrichten. Platziere den Turm. Die Kampfphase beginnt, wenn der Countdown beendet ist. Verwende eine Kombination aus Fallen und Kampffähigkeiten, um einrückende Feinde zu besiegen. Sie kommen Odins Schätzen immer näher! Was meinst du? Sollen wir uns auf den Weg machen, um ein neues Abenteuer zu suchen? Oh, ich darf nicht vergessen, Pizza fürs Abendessen zu holen.
Versuch das nicht nochmal, ich warne dich. Thank you.
gerade dein Glückstag. Spar mir den Monolog, du bist raus. Yeah.
Thank you.